Hallo und herzlich willkommen zurück bei Heaven's Hope. Ich bin mal wieder in dieser kleinen, schönen Stadt, oder soll man Dorf sagen, unterwegs, die unter der Fuchtel von Greta ist. Und Greta hat, wenn wir uns erinnern, den Brenner unserer Wünsche. Und damit wir wieder fliegen können, brauchen wir noch einen Brenner. Alles andere haben wir jetzt irgendwie organisiert. Und der Brenner befindet sich in der Kirche, und zwar in ihrem Saal. Und jetzt wollen wir mal gucken, was in der Kirche so vor sich geht. Oh. Was ist denn hier los? Scheint so, als hätte Greta es schließlich doch geschafft, die ganzen Bürger von Heaven's Hope zusammenzutreiben. Solange hier so viel los ist, kannst du dich auf jeden Fall nicht in ihren Saal schleichen. Ja, der trinkende Mensch denkt nicht. Der denkende Mensch trinkt nicht. Wie bitte? Der Mensch im Rausch verliert seine Menschlichkeit. Zu bedauern sind die Stotternden, die düster blickenden Dumpfschädel. Zu bedauern auch die armen Tröpfe, die durch ihr unordentliches Aussehen, durch ihr ganzes Wesen überhaupt an den Tag legen, dass sie ein Lump sind. Sie sprechen mit den Toten, sie buhlen mit den Geistern, sie schänden Gräber und verachten die göttliche Schöpfung. Das liederliche Pack, das sich dem Rausche hingibt und sich selbst vergisst, verdient den Himmel nicht. Hörst du? Also, wenn ich jetzt nicht so politisch korrekt wäre, dann würde ich ja fast sagen, der guten Frau fehlt die erforderliche sexuelle Betätigung. So sauer, wie die immer ist. Mal gucken, was im Beichtstuhl so vorhanden ist. Vielleicht ist da ja jemand. Hallo? Ein geflochtenes Gitter. Dahinter sitzt normalerweise der Priester. Ja, aber normalerweise. Jetzt anscheinend nicht. Schade, ich dachte, wir könnten uns hier vielleicht verkriechen. Bis die Leute weg sind. Können wir denn mit irgendjemandem reden? Herald of Limits. Patron der Zwangsarbeiter und der falschen Zudringlichkeiten. Weltberühmt. Wirklich? Nee. In den Rahmen ist ein Symbol ein... Lol, das ist tatsächlich das Bild, nicht der Charakter, Entschuldigung. So, ins Beinhaus, können wir da reingehen? Das wäre ja merkwürdig. Wir könnten hier immer noch die anderen Bilder angucken, aber das bringt uns jetzt auch nichts weiter. Ich weiß jetzt nicht, mal gucken, ob der jetzt tatsächlich ins Beinhaus geht, während alle dort... Ja, das scheint ja niemanden zu stören, dass ich ins Beinhaus gegangen bin. Nun gut, dann gucken wir uns hier nochmal um, aber ich glaube, hier ist auch nicht wirklich was, was ein Grabmal. Da ist irgendetwas ein... Den Aussätzigen, die für das Königreich der Himmel auf Erden den Tod und die Engelsflamme fanden. Dafür also die Nekropole? Engelsflamme? Kein Plan. Tja, die Engelsflamme ist vielleicht mein Odem, oder? Der Engelsodem? Wer weiß. Also, ich glaube, direkt kommen wir hier nicht weiter, sondern wir müssen erst irgendetwas anderes machen. Nehme ich mal an. Hier stimmt übrigens, sieht man die Layer-Reihenfolge nicht ganz, denn ich stehe gleichzeitig hinter und vor dem jungen Mann mit dem, mit dem merkwürdigen Shop. Ja. Nichtsdestotrotz wollen wir hier mal weitergehen. Du musst erst irgendwie die Leute aus der Kirche bekommen. Genau. Sonst kannst du nicht den Gretas Saal und den Brenner holen. Genau. Also, die Leute aus der Kirche bekommen. Das, ja, ist jetzt gar nicht so einfach. Vielleicht können wir eine Hexe verbrennen. Oder so. Hallo, Maler. Hallo, Talorel. Wie kann ich dir helfen? Ich geh da mal. Nee, das war wohl nix. Tja... Geister? Vielleicht mit Geistern? Vielleicht mit einem Bambusrohr? Ich werde mal, wenn jetzt alle... Da sollte ich lieber nicht reingehen. Scheint der Knast von diesem Nest zu sein. Dann müsste ich doch mich hier eigentlich gütlich tun. Überall. Und mir alles angucken und alles nehmen können. Denn keiner ist ja da. Aber er scheint trotzdem da zu sein. Wieso bist du nicht in der Kirche? Soll ich dich anzeigen? Hallo Magnus. Guten Tag, Talorel. Ich gehe da mal wieder. Hier auch nichts. Dann gucken wir mal in der Kneipe. Da stand ja noch das Bier rum. Aber ich glaube, die nette Dame vom Empfang in der Kneipe habe ich nicht in
der Kirche gesehen. Ah, die ist noch da. Okay. Nee. Auch das nicht. Obwohl, eigentlich müsste ich mal mit denen sprechen können und die fragen können, warum die nicht in der Kirche sind. Denn das scheint ja in diesem Ort doch ein recht großes Vergehen zu sein. Hallo. Hallo, schöner Mann. Oh Gott. Was, was gibt... Wie wär, oder als... Ja, das kennen wir nochmal. So, ich denn hier mal. Kann man ja auch nichts Neues machen. Das ist ja zum aus der Haut fahren. Dann bleibt uns nur noch... Also, ich glaube, die Chinesin aus dem Tuchladen wird auch nicht in der Kirche sein. Aber vielleicht ja... im Shop, denn dort kann ja nun der nicht stehen. Dann haben wir ja nun wirklich... Lol. Ja, liebe Entwickler, in dem stand ich gerade schon drin. Ja, also das ist irgendwie nicht ganz korrekt hier. Vielleicht ist das nicht vorgesehen, dass man hier entlang läuft. Solange wie die da drin sind, sollten die ja eigentlich nicht an ihren anderen jeweiligen Orten sein. Aber anscheinend sind sie da immer gleichzeitig. Denn hier steht da auch der gute Mann. Wen haben wir denn hier? Wir haben ihn, den Totengräber, den Polizisten und den Shop-Typen. Und der Shop-Typ steht aber gleichzeitig auch in seinem Shop selber drin. Vor allen Dingen stehen die jetzt alle schön in der Andacht. Und keiner tut etwas. Gucken wir uns nochmal hier um ganz kurz, ob hier irgendwas, was könnte, ne, da können wir jetzt bestimmt auch nicht hochgehen. Das Beinhaus, ne, hier ist nix. Ein Becken mit Weihwasser. Vielleicht könnten wir da irgendwie irgendwas Stinkendes einfüllen oder so. Den netten Fraß von unserem, wie hieß er noch gleich, den Typen am Anfang. Haben ihn schon wieder vergessen hier. Das war die Hexe. Die Hexe. Kann die uns noch weiterhelfen? Gucken wir noch mal. Immerhin war die uns ja ganz nett entgegengestellt. Hallo, Talorin. Was kann ich für dich tun? Ich brauche alle Leute aus der Kirche und geh da mal wieder. Mutter Erde, sei... Ja, Mutter Erde ist Zeuge meiner Verirrungen und Wirrungen, würde ich jetzt eher sagen. Wir könnten nochmal hier hingucken, aber ich glaube, der ist ja nicht in der Kirche. Insofern, der steht hier immer noch. Das heißt, wir können hier immer noch nicht rein. Damn it. Wen haben wir denn noch? Wir könnten noch hier hingehen. Ihr seht, man rät schon wieder etwas ratlos. Oder ich rate etwas ratlos herum. Auch hier sehe ich nichts, was wir machen könnten. Oder was Sinn machen würde. Jetzt könnten wir natürlich die Gebeine von der Mutter der Hexe ganz gut gebrauchen. Und die in der Kirche aussetzen. Ey, ich habe echt keine Ahnung, was ich machen soll. Die Leute aus der Kirche bringen, ja, schön. Nur wie? Man weiß halt so überhaupt nicht, was der Entwickler jetzt will, was ich tue. Weil an sich, ich meine, ich könnte die Kirche anzünden. Ich könnte den Fraß von dem Typen in der Kirche verstecken. Ich könnte draußen eine Strohpuppe anzünden. All sowas fällt mir ein. Ja, aber es ist ja nicht umsetzbar. So, hier haben wir auch schon ein eher schwieriges Kapitel dieses Spiels durchgestanden. Die kleine Einlage. Ja, von ihm hier. Was ist denn mit Anselm eigentlich? Können wir den irgendwie in der Kirche einsetzen vielleicht? Ein teuer kleiner Homunculus Anselm. Vielleicht würden die dann alle kreischend die Kirche verlassen. Wer weiß. Könnte doch sein. Ja. Ich habe jetzt keinen Anhaltspunkt. Ich werde mal gucken, ob ich mit
dem Wissenschaftler irgendwie was reden kann, aber der wird mir bestimmt auch das Gleiche sagen. Hallo Blumford. Hallo Talorin. Beziehungsweise ich ihm, nämlich. Wie kann ich dir helfen? Ich gehe da mal wieder. Ah, nee. Die Kirche ist gerammelt voll. Ich kann mich nicht in Gretas Saal schleichen. Ah, hat es Greta also am Ende doch noch geschafft, die Leute von Heaven's Hope so einzuschüchtern, dass sie in ihre furchtbaren Predigten gehen. Was? Wieso? Sind die Leute hier so fromm? Ha, das hätte Greta wohl gerne. Nein, ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich seltsam. Normalerweise wären die jetzt alle im Pub. Du musst dir erst was einfallen lassen, wie du die ganzen Leute wieder aus der Kirche rausbekommst, bevor du in Gretas Büro kannst und nach dem Brenner suchen kannst. Ja, ach was, das weiß ich doch schon. Ach Mann, jetzt sag uns doch mal irgendwas Sinnvolles. Irgendein Hinweis. Jetzt sagt er mir zum dritten Mal das Gleiche. Ich muss mir was einfallen lassen, damit ich in Gretas Saal gehen kann. Ja, ach was. Hier ist nix. Ah, Anselm kann ich hier schon mal absetzen. Und dann einfach mal irgendwo hinlaufen lassen. Das stört keinen. Nicht mal die gute Greta, die ja bei sowas an Teufelswerk glauben müsste. Wie dem auch sei. Solange hier so viel los ist, kann ich mir... So, normalerweise wären die alle im Pub. Vielleicht war das ein Hinweis. Dann muss ich nochmal in den Pub gehen. Aber in dem Pub habe ich ja schon mit der Tante gesprochen. Und die hat mir ja mal ja nichts gesagt. Ne? Ja nichts. Ich will immer noch das Bier mitnehmen. Ein roter Fisch. Ja. Auch das kann ich nicht machen. Mal gucken, ob die mir jetzt irgendwas sagen kann. Ich glaube aber nicht. Hallo. Was? So. Wo hast du... Ich gehe da. Das war's dann. Eine Bierflasche mit einer... Normalerweise sind die jetzt... Wären die jetzt alle im Pub, heißt es. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich bin echt völlig ratlos. Und irgendwie mag ich das gar nicht, wenn ich in Spielen so überhaupt gar keine... keinen Hinweis bekomme, was ich denn jetzt machen soll. Und man einfach nur so rumwandert. Und witzig ist auch, dass die Leute hier immer parallel sowohl in der Kirche als auch an ihrem angestammten Platze sind. Ja, nee, Leute, da muss ich jetzt nochmal irgendwie, glaube ich, mal nachgucken. Was da zu tun ist. Ne? Ich schau mal ganz kurz in meiner... Oder warte mal, ich will mir vielleicht hier helfen? Jetzt brauchst du nur noch den Brenner für die Flugmaschine. Wie, du sagst mir jetzt nochmal, dass ich die Leute aus der... ist vermutlich in Gretas Saal in der Kirche kriegen muss. Aber solange die Kirche so voll ist, kannst du dich da nicht reinschleichen. Oh Mann. Facepalm. Ich weiß, dass ich mich da nicht reinschleichen kann, solange da so viele Leute sind. Aber... ich habe keine Ahnung. So, wir sehen uns gleich. So. Gelobt sei das Internet, ja, wo man mal nachgucken kann, wenn man so gar nicht weiter weiß. Tatsächlich, ja, muss ich zu Bill gehen und mit dem reden. Denn Greta, also nicht Greta, sondern die Tante in der Bar sagt ja immer, Bill hätte ihr den Alkohol verpasst. Hallo Bill. Hallo Talorel. Wie kann ich dir helfen? Ja. Sag mal, hast du zufälligerweise Alkohol? Ich? Was? Nein, auf keinen Fall. Nie gehabt. Der ist doch verboten. Aber die Wirtin hat sowas gesagt. Nämlich, dass du mal was hattest. Ach das? Früher mal. Lange her. Hab nichts mehr. Ach komm, jetzt zier dich nicht so. Ich erzähle auch Greta nichts davon. Schon gut, Junge. Aber ich kann dir leider wirklich nicht helfen. Ich zeig dir auch warum. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Endlich dürfen wir in die Scheune. Das große Mysterium wird gelüftet. Oh wei. Hier, schau her. Das ist mein Schätzchen. Was ist das? Das ist meine originale
tennessianischer Whisky-Destiller. Mit dieser habe ich bis vor kurzem den feinsten Tennessee-Whisky östlich des Atlantiks gebraut. Zumindest bis die alte Brennblase ihren Dienst quittiert hat. Kannst du nicht einfach eine neue Brennblase anschließen? Das habe ich schon versucht, aber das ist nicht so einfach. Vladic hat mir zwar genügend Kupferteile besorgt, aber wenn man eine Brennblase in einer Destille austauscht, muss die neue eine exakte Nachbildung der alten sein. Ansonsten schmeckt der Whisky nicht mehr wie vorher. Hm. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Also, wenn Na du klar. Hast, dann könnte ich dir auf jeden Fall richtig ordentlichen Alkohol brauen. Aber wie ich schon sagte, die neue Brennblase muss exakt genauso aussehen wie die alte Brennblase, die da noch daneben steht. Kriegen wir hin. So, das ist ja interessant auf jeden Fall, dass im Endeffekt, also kann man die jetzt irgendwie drehen oder muss ich die jetzt direkt so einbauen? Dann wäre das ja so. So wird das was. Ja, so wird das was. Das sieht doch schon mal gut aus. Ist ja interessant, dass die Religion hier vom Alkohol gekontert wird. Das ist sozusagen. Ne? Ha, ich hab's geschafft. Will sie mal. Die Brennblase ist komplett. Oh, das sieht gut aus, mein Junge. Sehen wir mal. Ja, die ist ja, müsste noch ein bisschen verschweißen, glaube ich. Das rumpelt und dampft wieder wie früher. Jetzt haben wir im Winter wieder einen ordentlichen Seelenwärmer. Im Winter? Ja, so in 6 Jahren. What? Aber ein bisschen was lagere ich ein, damit er noch besser reift. Ich brauche den Alkohol aber jetzt. Ach so. Whisky braucht aber seine Zeit. Aber fusel nicht. Ich kann dir natürlich etwas New Make Spirit abfüllen. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Schnaps ist Schnaps. Wenn die Leute ihn trinken, soll's mir recht sein. Gut, mein Lieber. Dann fülle ich dir was von dem New Make ab. Willst du es gleich mitnehmen? Oder soll ich es dir irgendwo hinbringen lassen? Kannst du es in den Pub liefern lassen? Ja, das mache ich. Ich lasse es Vladic, jemanden, unauffällig ins Pub liefern. Wenn du das nächste Mal im Pub bist, sollte es da sein. Erstaunlich, dass die bisher überlebt haben in dieser Ortschaft, bei der anonymen Art und Weise, wie sie hier ihre kriminellen Machenschaften vorantreiben. So, ja, jetzt haben wir Alohol in der Kneipe. Ist das jetzt schon, spricht sich das schnell rum oder wie sieht das aus? Oder muss ich das erst nochmal bekannt geben oder so? Ich weiß es nicht. Aha, die Kirche ist jetzt wieder so leer wie eh und je. Sauber. Der sieht ein bisschen bekümmert aus. Hallo, Pater Bartholomäus. Hallo, Talorel. Das ich haben wir doch mal. Alle schon mal. Gut, stört uns der denn jetzt noch, wenn wir da reingehen wollen? Jetzt muss ich da wohl rein. Anscheinend nicht. Na gut, der steht ja auch nur rum und guckt uns an, aber egal. So. Tatsächlich sind wir endlich im Zimmer der Greta. Eine Marienstatue. Wirklich schön. Du sollst den Brenner suchen und nicht ihren ganzen Krempel anschauen. Hallo? Wir sind in einem Adventure. Wir müssen ständig alles angucken. Ich sollte hier lieber nichts mitnehmen. Außer dem Brenner. Außer dem Brenner. Ja, das, Ja, lol! Du willst dich wohl verarschen. Ein Kreuz. Schickes Modell. Dann gucken wir mal in alle Schubladen. Nein. Kein Brenner drin. Hier auch nicht. Nein. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Kein Brenner. Kein Brenner drin. Hier auch nicht. Das finde ich immer ganz gut eigentlich. Kein Brenner drin. Schön. Da ich, wollen wir was wetten? In keiner dieser Schubladen ist der Brenner, Brenner drin. Da bin ich mir fast sicher. Ja, wenn er so viele Schubladen hat. Übrigens, diese Schubladen sind viel zu klein für den Schrank. Der Schrank hätte viel mehr Platz. Kein Brenner. Ja, ich dachte Kein es Brenner. Mir. Auch hier habe ich schon Kein damit Brenner. Das vermutet. Ja, könnte ich mir vorstellen. Kein Brenner. Das hätte ich vorausgesagt. Kein Brenner. Natürlich, das wusste ich. Ah,
Da ist der Brenner ja. Und jetzt schnell zu Bloomford, bevor mich Greta noch entdeckt. Ah, wenn das mal nicht zu spät ist. Die heilige Schrift. Kenn ich schon. Ach, kenn ich schon. In- und auswendig. Was ist das hier eigentlich? Oh, oh. Ist das eine Peitsche? Ja, wäre durchaus sinnvoll. Und zu vermuten. Auch das hätte ich gewusst. Dass Greta eine Peitsche hat. Da ist er! Oh. Diese Lump und Lästerer! Wie kannst du es wagen, in meine privaten Gemächer einzudringen? Hast du keinen Respekt vor der Institution der Heiligen Mutterkirche und ihrer Inquisition? Tut mir leid, aber... Leid? Was weißt du von Leid? Das Fegefeuer wird dir schon zeigen, was es heißt zu leiden. Da oben. Da oben? Nein, das ist vorbei. Dein Niedergang steht bevor, Ketzer. Du wirst zu Boden geworfen, geächtet, gebrochen, dass du endlich weißt, was Demut heißt. Aber... Gott will es. Na, das erste Mal Sex in 10 Jahren? Alles in Ordnung? Ja, ja. Jetzt wieder. Wo war ich? Ich hab da ein ganz, 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 ganz mieses Gefühl. Schnell weg hier, Talorel. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, wohl besser. Mach, dass du so schnell wie möglich zu Bloomford kommst und ihm den Brenner gibst. Ja, gut. Dann renn ich mal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.